this moment, you're my focus. Und bei dir? Was ist bei dir so ein Grund gewesen? Das Ding ist, normalerweise bin ich so nach einem Date schon. So, ich sag, nee, kein Bock mehr. Okay, woran liegt's meistens? Keine Ahnung. Einfach kein Bock mehr. Ich weiß nicht, ich hab so, wenn ich jemanden kennenlerne und wenn wir dann schreiben, dann habe ich, keine Ahnung, eine gewisse Vorstellung von der Person und... Da kommt der, du denkst, was geht. Oder wie? Ich denk mir so, nee. Es war schön, die Nähe zu Jesaja zu haben und sich auch näher zu kommen und zu schauen, wie sich das anfühlt. Deswegen finde ich es auch so cool, hier die Männer kennenzulernen. Man lernt sich einfach so kennen, ohne voreingenommen zu sein, weißt du? Bist du fertig? Ja, aber das geht ja auch nur, wenn man sich darauf einlässt, oder? Ja, genau. Das ist das, was ich meine, dass ich das so schön finde, dass man halt einfach so die Person durch Gespräche kennenlernt oder vielleicht dann halt auch sagt, ja, okay, dann rede ich noch mal mit der Person. Mhm. Was man draußen nicht gemacht hätte. Genau. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich glaube auf jeden Fall, dass das einen Grund hat, warum ich jetzt mein zweites Einzeldate bei ihr hatte. Und ich hoffe natürlich, dass ich der bin, den sie besser kennenlernen will. Ich hätte den Donner gerufen. Mhm. Ich dachte mir, es war und Regen. Was willst du mehr? Ja, ne? Also ich glaube, das Gewitter hat ganz gut gepasst. Es waren sowohl Blitze als auch Funken zwischen uns. Es hat sich gut angefühlt. Ja, ich kann mich auf jeden Fall sehr bedanken, dass du mich hierher eingeladen hast. Lippen fühlen sich gut an. Ja, ist das so. Das ist so. Gleichfalls. Dankeschön. Ich hatte in dem Moment auf jeden Fall ein kleines Kribbeln im Bauch. Ja, es hat sich einfach angenehm und gut angefühlt. Meinst du, jetzt ist so das Eis gebrochen? Für mich schon. Jetzt kam es auf jeden Fall vom Herzen. Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht. Ich mag hier diese Dämmerung voll. Mhm. Okay. Weil ich das nicht gefühlt habe bei dem Kuss, was ich fühlen wollte. Dann auch ein gutes Date, oder? Ein sehr gutes Date. Das ist jetzt einfach nur, weil der Kuss nicht so gepasst hat, zu pauschalisieren und zu sagen, nee, das Date war nicht gut, wäre falsch. Sure. Vielleicht wird's besser, wenn wir vertrauter sind. Deswegen ist es ja auch gefährlich, wenn man sich Dinge so genau vorstellt, weil dann wird man meistens enttäuscht.